Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe hier bei Elon Motors TV. Ja, hinter mir steht nicht das World Trade Center Gedenkmerkmal mit den Leuchten nach oben, sondern einfach nur das neue Model 3 Highland. Und viele warten ja auf das neue Model Y, so natürlich auch ich. Und ich bin da wirklich guter Hoffnung und glaube nicht an das, dass es bis 2025 dauert, bis es soweit ist. Deswegen, ich gehe davon aus, im nächsten Quartal wird der eine oder andere große Augen machen. Nichtsdestotrotz, ich möchte euch bitten, mal bei mir vorbeizuschauen auf meinem neuen Kanal Mavs Rides TV. Maverick ist ja mein Flieger-Callsign beim Militär und mittlerweile fliege ich auch draußen. Da habe ich einen neuen Kanal geschaffen, wo es halt nicht nur um Elektroautos geht, wo alle Sportwagen getestet werden und vor allem mal unter der Hand gesagt, alle die, die meinen, wir warten hier auf den i5 und i4 von BMW und auch Audi e-tron GT. Ich muss euch gestehen, ich habe das in den letzten Jahren schon öfters mal probiert, so ein Auto auszuleihen, und wenn ich dann gesagt habe, ich möchte auch gerne filmen, dann haben die nach einem Tag mir gesagt, na, das wollen wir nicht. Ja, warum wohl? Ja, wahrscheinlich, weil Elon Motors TV zu eindeutig irgendwie sagen müsste, naja, vielleicht ist das ja so ein Tesla-Fanboy. Auf jeden Fall würde ich das Auto ganz gern ganz objektiv betrachten und auch mal selber fahren. Das kann ich natürlich privat machen, aber wenn ich dann mit dem Kanal komme, höre ich da wenig Verständnis. Und deswegen müssen wir das Ganze anders aufziehen. Das heißt, auf Mavs Rides TV werden alle Marken gleich behandelt und da werden die Autos dann hoffentlich die Chance bekommen, auch mal in meine Hände zu fallen. Und die Hersteller werden da mittlerweile auch guten Mutes sein, dass was sie da produzieren auch gut genug ist, um sich einem Vergleich zu stellen. Deswegen blende ich euch jetzt mal hier oben ein, beziehungsweise ich mache das ja jetzt hier aus der hohlen Hüfte. Ich bin jetzt auch gleich auf der Fahrt nach Köln. Also ich würde euch bitten, mal Mavs Rides TV, also Mav, M-A-V-E, Rides TV, einfach mal nach Model Y Performance schauen. Da habe ich nämlich heute Morgen meinen ersten Großtest veröffentlicht. Dauert ungefähr 30 Minuten. Das ist praktisch eine Vorstellung des Model Y Performance 2023, natürlich das aktuelle Modell, aber ganz neu das Fahrzeug natürlich. Und es wird außen innen gezeigt und natürlich eine Bewertung gegeben. Und das wird dann jedes Auto bekommen von mir, der sogenannte Mav Score. Und das ist ganz spannend. Und deswegen schaut da mal vorbei. Und natürlich würde ich euch bitten, dass ihr da abonniert, sodass der Kanal schnell über 500 Abonnenten kommt, sodass ich da natürlich auch die Filme entsprechend dann vermarkten kann. Weil so ist das natürlich langfristig nicht tragbar. Ich mache das ja in meiner Freizeit. Auf jeden Fall auf Mavs Rides TV. Deswegen heißt der Kanal ja auch so Rides. Das ist ja im amerikanischen Englisch verschiedene Fahrten auf Motorrädern, auch genauso wie auf Autos und natürlich auch Flüge. Und diese Woche bin ich im Simulator, im A320, da erneuere ich gerade meine Lizenz, denn vielleicht fliege ich auch bald wieder als A320-Captain und nicht als A330-Captain wie vorher, bis einfach wieder alles läuft. Also ich bin ja noch viele Jahre in der Luft und deswegen auf Mavs Rides TV nehme ich euch dann auch mal mit in den Simulator, dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Da geht es also nicht nur um Autos, aber natürlich in gewohnter Qualität, und ich glaube, das jetzige Video ist super und deswegen schaut doch mal vorbei. Also Model Y Performance, Mavs Rides TV, und das ist auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, dass ich da das entsprechende Feedback kriege. Hier auf Elon Motors TV geht es ganz normal weiter wie bisher auch. Das heißt, wir werden hier über die Elektromobilität ausschließlich reden und natürlich aktuelle Updates zu den Teslas natürlich im Vordergrund, da die anderen Marken sich wahrscheinlich hier nicht so richtig trauen, mal präsent zu sein. Also von daher, ich war die letzten 2-3 Tage sehr aktiv hier für die Ukraine. Waren ja gestern die großen Demos nach der Vollinvasion vor 2 Jahren. Und seit 10 Jahren ungefähr ist es ja soweit, dass Russland da einfach sich das Hoheitsgebiet der Ukraine schnappt, Stück für Stück. Und da war ich gestern natürlich auch in München und ganz spannend am Freitag auch auf dem Konzert von Artem Pivovarov. Da müsst ihr mal reinschauen. Absolut Hammermusik. Und ja, ich bin natürlich da durch meine Frau natürlich auch sehr engagiert, aber es geht hier weiter auf Elon Motors TV. Keine Sorge, ich fahre jetzt heute Nacht noch nach Köln, bin dann in Köln und abends im Simulator, also Mavs Rides TV. Und ich kann es euch leider hier nicht einbilden. Im nächsten Film, wenn ich wieder am Rechner sitze, dann spiele ich euch das nochmal vor. Vielleicht werde ich auch den ersten oder zweiten Film einfach mal hier auf Elon Motors hochladen. Dann könnt ihr euch den auch schon. Aber ich würde euch bitten, wenn ihr darüber vorbeischaut, da abonniert. Und dann sind wir halt auf beiden Kanälen aktiv. Und da werdet ihr dann auch meinen Ferrari zu sehen bekommen. Mal schauen, was jetzt mit dem Model 3 passiert. Ich glaube, es wird jetzt demnächst, wenn das Model 3 High Performance oder das Performance kommt, dann wird das wahrscheinlich mein nächster. Oder natürlich, ich hoffe immer noch auf ein Model S. Dieser hier hat jetzt 12.000 Kilometer runter. Absolut toll und ich bin immer noch begeistert, aber schaut vorbei bei Model Y Performance. So, ich melde mich heute ab hier vom Supercharger in Reichertshofen. Ich fahre jetzt in der nächsten halben Stunde los, Entschuldigung, über die A8 Richtung Stuttgart
werde vielleicht in Ulm noch kurz laden, dann geht es weiter nach Leonberg bei meinen Eltern vorbei und dann nach Köln. Und morgen, Dienstagabend wahrscheinlich dann Mass Rides TV aus dem Simulator, ein Update, A320. Und schaut bitte vorbei. Also heute Abend, der Kanal ist offen, Model Y Performance mit dem Titel, warum dieses Model Y Performance das meistverkaufte Auto des Jahres 2023 war. Und Updates zum Juniper gibt es demnächst natürlich hier auch. Wir sind gespannt und ich glaube, der kommt im April. Also in dem Sinne, schön Abend und Abo nicht vergessen und natürlich auch hier, wir wollen weiter wachsen und jetzt geht's mit dem Model 3 Highland weiter auf große Reise Richtung Köln und ja, Slava Ukraine. Also ciao!